Einen schönen guten Tag. Wir haben sonntags, ich weiß gar nicht genau, wie spät es ist. Ich glaube um 16 Uhr herum. Und ich bin hier in Mülheim. Ich denke, das ist Sahn, Grenze Uhlenhorst. Schwer zu sagen. Und heute fahren wir mit dem Roller. Und mit mir mal nach Duisburg. Das ist das, was ich vorhabe, so ist der Plan. Ich glaube, der Roller hat sich gerade ausgeschaltet. Oder hat die Kamera sich ausgeschaltet? Irgendeiner hat sich ausgeschaltet, der Roller hat sich ausgeschaltet. Aber ich habe ja hier diese Karte. Die brauche ich nur drauflegen, schon ist das Ding wieder eingeschaltet. So. Es ist ein wunderschöner Herbstnachmittag, 13 Grad Celsius, das zumindest weiß ich. Hier sind drei Restaurants, das, wo wir gerade gestartet sind. Da drüben ist Drago. Und dann ist hier noch eins. Die können alle irgendwie existieren. Also ich meine, die gibt es schon ewig und drei Tage. Das Waldschlösschen. Ich habe den Roller nach meiner letzten Tour Huttrop-Rüttenscheid irgendwie gar nicht aufgeladen. Mal gucken, ob wir mit der Akkuladung hinkommen. Ich vermute ja, das müsste er eigentlich bringen. Denn ich will nicht immer nur ein paar Kilometer fahren und dann den Akku wieder voll aufladen. Ich weiß nicht, ob der Akku das so verpackt oder ob ich den damit schade, falls einer von euch sich mit Roller-Akkus auskennt oder mit modernen Akkus, kann er mir ja mal Bescheid sagen. Da würde ich mich freuen, weil am besten ist natürlich immer ein voll aufgeladener Akku, man weiß ja nie. Ich habe jetzt noch vier Striche. Das sollte eigentlich reichen. Jetzt sind wir jetzt an der Kreuzung Sahner Straße. Wir fahren jetzt in Richtung Neue Bräucher Mitte.
irgendwas gesperrt. Müssen wir mal gucken, was genau da gesperrt ist. Vielleicht komme ich ja mit dem Roller durch. Das sieht man auch selten hier. Drei Busse quasi, nee, zwei Busse, eine Straßenbahn, so rum ist richtig. Ziemlich breite Straße hier. Das ist eine ganz mondäne Tierklinik hier links. Richtig groß. Also mehrere Tierärzte drin, so wie es aussieht. Ja, und obwohl ich sonntags eigentlich nicht so gerne laufen gehe, weil immer alles so tot aussieht, kaum einer unterwegs, habe ich mir gedacht, trockenes Herbstwetter für einen Roller, schnappe ich ihn mir und mache einfach eine kleine Tour. Das Gute bei YouTube ist, als Zuschauer, man muss ja nicht gucken. Ich kann ja ausmachen, sich einen anderen Kanal suchen, irgendwas. Ich freue mich natürlich für jeden, der dabei bleibt. Macht ja mehr Laune. Boah, hier ist aber wellig. Das sieht so glatt aus. Ich bin fast vergnügungssteuerpflichtig. So, hier sind wir an der neuen Bräucher Mitte. Ich habe hier einen Fahrradweg. Manchmal erkenne ich gar nicht, wo die anfangen oder aufhören. Das ist nicht so eindeutig. Hier stand jetzt Fahrradsymbol frei. Ich bin ja quasi sowas wie ein Fahrrad. Aber so Radwege haben natürlich auch ein Problem. Dann kommt wieder ein Bordstein. Da ist wieder Fahrrad frei. Kann ich hier vielleicht wieder draufrollen? So, und hier muss ich links abbiegen. Und auf die andere Straßenseite kommen. Hier rüber. Hier komme ich rüber. Hier kann ich auch wieder als Fahrradfahrer sozusagen. Das hier, glaube ich, ist, ja klar, das ist die
die Feuerwache von Mülheim. Das ist alles so alte Industriebrache. Die man neu bebaut hat. Ich bin heute mal absichtlich nicht in der Dämmerung gefahren wie sonst immer. Also weil das sonst immer die ersten Rollertouren, weil ich heute überhaupt keine Lust habe, in die Dunkelheit reinzukommen. Ich will einfach mal klares Licht haben. Also so sind Radwege natürlich astrein. Hier ist der Mühlheimer Campus. Ist auch relativ neu gebaut. Hochschule Ruhr-West. So, das ist wieder ein kombinierter Fahrrad-Fußgängerweg. Aber ich habe immer Respekt vor den Bordsteinen, wenn da welche kommen sollten. Ich kenne ja die Wege nicht so gut. Ich weiß nicht so gut. Eigentlich überhaupt nicht. Ich bin jetzt zwar schon mal lang gelaufen, aber da war mir das ja egal. Da habe ich auch nicht gewusst, dass ich mal mit dem Roller hier lang fahren werde. Aber ich muss sagen, die haben halt hier mit dem Radweg gut gelöst, bis jetzt. Ich denke auch, dass sie in Zukunft da noch mehr für tun werden. Die Nachfrage ist ja auch schon arg gestiegen. Viele, viele haben sich ein Fahrrad gekauft. Dankeschön. Bitte schön. Und hier bin ich ja froh, dass ich nicht neben den Schienen herfahren muss. Das ist doch arg schmal. Ich glaube, das ist hier der Fahrradweg. Der ist natürlich auch nicht gerade. Breit. Aber jetzt auch wieder so eine Sache, ich weiß nicht. Ist das der Fahrradweg? Jetzt steht hier noch so ein Pol so komisch. Auch dieser Blumenkübel. Den traue ich auch nicht. Über den Weg. Weiß man gar nicht, ne? Da vorne wird schon wieder eine Sperrung angesagt. Ja, das ist halt mit den Fahrradwegen. Soweit ich jetzt hier kennengelernt habe, mal sind die da, dann enden die im Nichts. Und manchmal ist es so wie hier irgendwie gar nicht so richtig zu sehen.
Mit der Blumenkübel, da kommt doch kein Fahrrad dran vorbei hier links. Vielleicht gibt es ja hier jemand, auch der zuguckt, der die Gegend kennt, der mir das mal sagen kann. Würde mich mal interessieren. Auch hier ist das jetzt ein Bürgersteig, ein Fahrradweg. Ist ja irgendwie wieder anders gepflastert. Also könnte sein, dass das ein Fahrradweg ist. Da steht eine alte Straßenbahn rum, ne? Die habe ich mir schon mal im Dunkeln, glaube ich, angeguckt, als ich hier vorbeigekommen bin. Kann man die sehen? Wir sind hier in Spieldorf. Und überqueren jetzt die Ruhrorter Straße. Wenn die Ampel grün zeigt, ich kann aber hier nirgendwo drücken. Die muss von ganz alleine grün werden. Jetzt zum Beispiel, aber da ist ein Fahrradsymbol drauf, dann muss hier auch ein Fahrradweg sein. Ein sehr freundlicher Mann. Also dann ist halt hier diese kleine Fläche, haben sie für einen Fahrradweg freigeschaufelt. Das ist besser als nichts. Super, kann ich mit leben. Aber ich fahre besser trotzdem hier um den Pol. Sind jetzt sogar mal Symbole aufgezeichnet. Hier an so Haltestellen kann das natürlich mal eng werden, ne? Ach. Oh, da bin ich aber unglücklich mit dem Fuß aufgekommen. Da war ich zu schnell. Ja, Rollerfahren ist gefährlich. Ja, das tut ziemlich weh. Wollen wir hoffen, dass es sich wieder gibt. Nicht schön. Hier ist der Rennclub Mülheim. Pferde. Wenn ich jetzt ein Amerikaner wäre, würde ich natürlich Slide Fox verklagen. Weil hier nirgendwo ein Schild ist, dass man bremsen, dass man absteigen
erst absteigen muss, wenn man steht. Nirgendwo ein Schild drauf. Da verklare ich die auf, sagen wir mal, 2 Millionen Euro. Was meint ihr? Wäre angemessen, oder? Ich finde dann an so Haltestellen, wenn da Leute rumstehen, immer irgendwie grenzwertig. Wenn man da so ankommt, ja, und jetzt, wo ich 2 Millionen Euro reicher bin, fühle ich mich schon gleich viel besser. Ehrlich, das ist ein schönes Gefühl, reich zu sein. Ich kann erstmal noch ein paar Roller bestellen. Das Gute an den Füßen ist ja, dass man zwei hat. Wenn einer kaputt ist, hat man immer noch den anderen. Ja, wir fahren immer geradeaus. Hier an der Schnur gezogen. Nur Schritttempo muss ich hier fahren. Ich hatte Schritttempo drauf. Ein verwunschenes altes Fachwerkhaus. So, das hier links. Ich hoffe, man sieht das hier mit der Weitwinkellinse, die ich drauf habe, dass da Autos parken. Das sind schon die Parkplätze vom Duisburger Zoo. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob hier schon ein Schild war, dass wir in Duisburg sind. Da sind ja die Grenzen fließend. War jetzt doch irgendwie mental mit meinem Fuß beschäftigt. Aber da geht schon. Und falls ich nie wieder ein Video hochlade, dann wird es daran liegen, dass ich nicht mehr laufen kann. Dann war es das mit meinem Kanal. Und dann müsst ihr einfach, wenn ihr hinten angekommen seid und vorne die noch nicht kennt oder schon wieder vergessen habt, vorne wieder anfangen. Die sind ja chronologisch geordnet. Also ich glaube, hier ist schon Duisburg. Haben wir wahrscheinlich nur das Schild verpasst. Aber so ist das hier im Ruhrgebiet. Das sind alles Zoobesucher. Die meisten gehen natürlich jetzt. Hier ist die A3. Hier ist heute gar nicht so viel Verkehr. Gucken, ob meine Kamera noch läuft. Ja, sieht gut aus. Richtig was los hier bei dem schönen Wetter. Nein.
extra eine Haltelinie für Fahrräder. Machen wir das auch. Und Kinder in der Nähe und überhaupt. Hier muss man sowieso immer aufpassen. Können wir hier mal einen Blick werfen? Wenn wir schon mal hier sind, ein paar Giraffen angucken. Eine Giraffe ist schon ein merkwürdiges Tier, ne? Ein Kopf echt weit oben. Ein langer Hals. Ja. Wir sind alle auf dem Fahrradweg, das ist egal. Fahrradweg hin, Fahrradweg her. Ja, macht nichts. Ist aber nicht schlimm. Ist ja nichts passiert und hier muss man sowieso aufpassen. Ja, hier ist der Eingangsbereich vom Zoo. Und die Blätter sind noch an den Bäumen. Die drückt einfach noch. Das hat ja keiner gedrückt. Doch. Auch da mit dem Kinderwagen voll auf dem Fahrradweg. Habe ich schon mal gesagt, dass ich den Herbst liebe. Hier links neben uns ist die Uni. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die richtig heißt. Heißt die Essen-Duisburg? Duisburg-Essen? Ach, jetzt können wir da rüber gehen. Dann gucken wir uns die mal so ein bisschen an hier.
Das ist halt immer, man drückt als Fußgänger und dann passiert überhaupt gar nichts. Da ist der Ampel, glaube ich, egal, ob man da drückt oder nicht. Ducke ich mich mal ein wenig. Da sind ja überall nur Treppen, ne? Kann man zwar, aber da kommen da nur Treppen. Das ist nichts. Überall nur Treppen. Ja, irgendwie interessant finde ich, dass die Unis Essen und Duisburg sich zusammengetan haben. Ist ja auch schon lange her. Dass das passiert ist mit dem Zusammenschluss. Ja, ist ja auch eine wunderschöne baumbestandene Straße. Das ist alles immer noch die Uni, die ist also gar nicht mal so klein, ne? So sieht es hier in den Straßen aus. Ein bisschen reinlunkern. Forsthausweg. Also wirklich groß, ne? Und dann im Verbund mit Essen.
weiß gar nicht, wenn man jetzt studiert, studiert man dann nur entweder hier oder da oder muss man mal hier hin und mal dahin? So, einen Balken habe ich jetzt verbraucht, jetzt habe ich nur noch drei. Richtig herbstliche Luft. Ach da, die haben gar nicht geguckt, ob hier irgendeiner kommt oder nicht. Auch da, da wird einfach nicht geguckt. Aber da drüben sehe ich keinen Radweg. Deswegen denke ich schon, dass man hier auch langfahren kann. Das hier ist die ganze Zeit schon Duisburg-Neudorf. Da wollte ich auch noch mal einen Gang machen, schon länger. Aber ist immer schwierig. Ich nehme mir immer so Sachen vor, aber dann komme ich da gar nicht dazu. Aus den verschiedensten Gründen.
Ah, ich hätte schon gestanden, alles gut. Hier links sind Schrebergärten. Was ist das hier? Ist das ein Fahrradweg oder nicht? Was ist, wenn uns da einer entgegenkommt? Ich weiß gar nicht, ob ich auf der richtigen Seite bin. Aber die andere Seite möchte ich hier auf keinen Fall lang fahren. Da ist nämlich da oben die Autobahnauffahrt. Und da geht nichts rüber. Da ist keine Ampel, kein Zebrastreifen. Da ist fast unmöglich, darüber zu kommen. Hier überqueren wir eine Bahntrasse. Hier ist ein Schild Duisburg. Koloniestraße heißt das hier immer noch. Ich hoffe, wir hier im Niemandsland sind. Zu irgendwas muss es ja gehören. Hier hätte ich noch Ampeln, aber ich glaube, da hinten sind keine. So, hier ist wieder die A3. So langsam aber sicher wird es schon ein bisschen dämmerig. Aber das sollte kein Problem sein. Hier die Stelle meinte ich, da kommt man als Fußgänger nicht mehr zu Rande. Da hört der Fußweg einfach hier. Also der geht da zwar her, aber das ist brandgefährlich. Da geht man ja ewig über die Straße. Und die haben hier echte Geschwindigkeiten drauf, die Autos. Das ist total uncool. Hier die Seite ist definitiv besser.
Und das hier ist ein großes Waldgebiet. Links rum, rechts rum. Richtig groß. Viele Spaziergänger, Jogger, Fahrradfahrer. Da ist richtig Platz. Da ist mal ein Kontrast. Zu den dicht bebauten Stadtvierteln, wo ich sonst in letzter Zeit immer war. Aber auch hier sieht man jetzt Lücken. Soll dem Wald ja gar nicht gut gehen. Trockenheit, Borkenkäfer, lauter so Sachen. Ja, der Slidefox schiebt mich hier mit 22 km/h laut Tacho hoch. Kennt ja nix. Das ist echt groß, der Wald. Wenn man hier mit dem Auto so lang fährt, merkt man das gar nicht so. Hier kann man 70 fahren. Dann ist man hier einigermaßen flott durch. Jetzt mit meinen 22, das ist ja auch nicht langsam. Dauert das aber schon echt eine ganze Ecke länger. Ich denke, wenn man hier lang läuft, dann merkt man erst, wie groß das wirklich ist. Na, schade, schon wieder rot. Dann bleiben wir hier auf der Seite. Ich hätte gern gewechselt. Ich habe jetzt mal wieder nicht drauf geachtet, ob hier irgendein Schild war, ob wir mittlerweile in Mülheim sind. Auf jeden Fall habe ich jetzt nur noch zwei Balken. Und hier links und rechts der Straße, da sind richtige Anwesen. Muss man mal so sagen. Da sind parkähnliche Gärten.
Hier vorne rechts müsste auch jeden Moment die Anlage ich verwechsel die beiden immer. Des Hockeyclubs Uhlenhorst kommen. Ganz bekannter Mülheimer Hockeyverein. Wir haben ja zwei Stück in Mülheim. Ich glaube, Kahlenberg der eine, Uhlenhorst der andere. Aber ich war nie so groß der Sportsman. Alles gut. Echt, das ist jetzt total weitläufig. Unglaublich. Hier, da ist der Hockeyverein. Hier rechts. Von ihrem Blick erhaschen können. Da spielen sogar welche. Das sieht mir eher nach Fußball als nach Hockey aus. Aber das ist die Anlage. Aber vielleicht haben die da auch alles Mögliche. Ich weiß das nicht. Ich war da noch nie. Man liest schon mal so, oder ich lese schon mal so Schlagzeilen in der Zeitung, dann spielen die deutsche Meisterschaft oder sind sogar Meister geworden. Die haben sowohl Herren- als auch Damenmannschaft. Ich fahre hier in meine Mitte durch, Dankeschön. So, jetzt gleich sind wir am Ende der Tour. Huch, wie muss ich denn jetzt hier lang? Ich glaube, ich muss hier durch. Oder? Aber was ist das hier?
Offroad. Es riecht irgendwie nach Brand, also nach Kaminholz. So. Der Slidefox, hier sind wir gestartet. Ich Fuß ist noch dran und dann sage ich, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, ciao.